Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen WoW-Guide zum Pechschwingenhort, wie man den mit zwei Leuten macht. Zur kleinen Information vorweg, wir befinden uns in den östlichen Königreichen, in der singenden Schlucht, hier unten, wenn man gleich draufklicken könnte, hier unten, und vor uns befindet sich der Blackrock. Ich sage bewusst uns, denn der Kajascha ist heute nicht alleine, bei mir ist der Jörd. Hallo. Ja, grüß Gott, Herr Jörd. So, Jörd und ich werden uns jetzt mal zeigen, wie wir in den Pechschwingenhort reinkommen. Mit Flugmount. Das hat hoffentlich jeder. So, das da ist übrigens der Blackrock. Der Schwarzfels auf Deutsch. Da fliegen wir mal rein. Super, wer hätte das gedacht? Okay, so, ich werde den Leuten das mal zeigen, wie man hier ohne Flugmount am besten hinkommt. Und zwar sieht man hier diese Ketten, da unten geht es zum geschmolzenen Kern oder zu den Schwarzfelstiefen. Wir wollen aber die Treppe raufhoppeln, und zwar hier, unter dem dicken Hintern der hässlichen Zwergestatue. Durch, ich glaube die Zwerge waren bestimmt besoffen, weil sie das gehämmert haben, oder? Keine Ahnung. Jetzt mal ohne Scheiß, wer sowas hier reinhämmert, der kann nur besoffen sein. Okay, dann springt man hier auf diesen Balkon. Man hätte hier natürlich auch einfach mit dem Flugmount hergekonnt, aber ich wollte euch den Weg jetzt einfach mal zeigen. Und wenn hier geradeaus geht, bekommt man zur oberen Schwarzfelsspitze oder zur unteren Schwarzfelsspitze. Da wollen wir aber nicht hin. Wir gehen hier rechts, töten ein paar lächerliche Gegner mit dem schönen Elfenbogen, den Jörg hat. Und dann sehen wir da oben so eine lustige Befehlskugel. Da klicken wir mal drauf. Aktivieren es quasi, indem wir unsere Hände da drauf legen. Haben einen schönen Ladescreen und dann sind wir im Pechschwingenhort. So, Jörd, magst du erklären, was wir hier machen müssen? Nein. Er ist nicht so gesprächig heute. Ich merke es schon. Okay, unser Ziel ist es, Feuerkralle, den Drachen hier drüben, mit dieser Befehlskugel hier zu kontrollieren. So, wenn wir ihn kontrollieren, haben wir die Aufgabe, ihn am Leben zu erhalten. Das heißt, Jörd muss also versuchen, möglichst viele Gegner von uns fernzuhalten. Wenn wir Feuerkralle kontrollieren, dann haben wir ein paar Fähigkeiten. Und zwar erstens normalen Angriff, und zwar Ads, die hier kommen, können wir angreifen. Macht aber wenig Sinn, da wir uns beeilen müssen, die Eier zu zerstören. Wir haben dafür nur so viel Zeit, bis die HP von Feuerkralle, die man hier sehen kann, auf Null sinkt. Das machen dann die Ads, wenn sie dann kommen. So, 4 ist halt Ei zerstören, unsere Primäraufgabe. 5 ist Drachkin beschwören, also wenn Drachkins adden als Gegner, müssen wir sie beruhigen, quasi, und dann greifen sie uns nicht mehr an. Dann haben wir Spalten, klar, bis zu 10 Ziele vor uns treffen wir damit und machen ein bisschen Schaden. Und dann haben wir die Feuerballsalve. Damit treffen wir Gegnern in der Nähe Feuerschaden zu. Aber das wollen wir alles nicht. Wir wollen nur Eier kaputt machen. Hauptsächlich. Und wie gesagt, Jörg hält uns davon, hält die Gegner davon ab, uns anzugreifen. Hoffe ich jedenfalls. Voilà. Mit seinem lustigen Level 91, ne? Ja, 91. Und das machen wir jetzt auch eine Zeit lang. Jetzt heile ich mich mal kurz, damit ich neu kanalisieren kann, den Zauber. Geschichtsmäßig ist das Ganze hier so zu sehen. Der Sohn von Todesschwinge, also Deathwing, ist der Herrscher dieser Schlachtzugs hier. Und er erschafft hier quasi seinen eigenen Drachenschwarm. Also nicht den schwarzen, nicht den Zwielichtsdrachenschwarm, sondern den chromatischen, der die Stärken aller Drachenschwärme, die es bei WoW gibt oder in der Welt von Warcraft gibt, vereint und dann halt auch keine Schwächen mehr hat und so weiter und so fort. Und wir müssen ihn quasi daran hindern und ihn töten. Das ist unser Ziel in der Raid-Instanz. Währenddessen treffen wir auf ein paar Gegner, auf ein paar Drachen, auf ein paar Orks, Goblins, Elfen, die ihm helfen. Das war ein Wortwitz, hast du gehört? Ja. Super. Kannst du noch was anderes sagen, außer ja und nein? Nein. Super. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit dir zu kommentieren. Das glaube ich dir sogar. Super. Da kommentiere ich ja lieber mit Smoky, der ist... Na, obwohl.
Ja, der hört sich gerne selber reden, das weißt du ja wohl. Ja, ich weiß. So. Jetzt haben wir gleich die letzten Eier hier geschafft. Dann hauen die Ads ab, die hier noch rumlaufen, also die kleinen Orks und Drachkins. Dann können wir gegen Feuerkralle kämpfen. Geht sich das noch aus oder muss ich noch einmal kontrollieren? Nein, ich muss noch einmal kontrollieren, natürlich. So. Und so macht man Razorgore. Feuerkralle. Jetzt können wir ihn angreifen und umboxen und dann kriegen wir Beute. Oh, dein unbeschädigtes... Oh, die ungezähmte Klinge, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, das Ei brauche ich nicht, das habe ich schon. Ah, das Schwert packe ich mir mal ein zum Transmogrifizieren. Denn hier im Pechschwingenhort droppt das allseits bekannte und beliebte Tier-2-Set der Klassen. Das war zu Klassik wohl das hübscheste oder die hübschesten Sets oder die zweithübschesten. Je nachdem, welche Klasse man spielte, war vielleicht auch T3 noch hübscher. Aber für einen Paladin ist das Tier 2 wohl ungeschlagen, rein optisch gesehen. Das hier ist übrigens schon Nefarius, wie auch immer, Deathwings Sohn, der hier Valestras quasi umpolt und auf seine Seite bringen will. Jetzt heult er hier noch ein bisschen rum und gleich müssen wir ihn noch besiegen. Einfach draufkloppen auf den Typen. Hat er sich eigentlich auch schon erledigt. Eine Memme ist das. Ja, eine ziemliche, oh, ich will das nicht tun, eigentlich bin ich ja gar nicht so, ich werde dazu gezwungen und eigentlich bin ich ja ganz nett. Naja, gib's mal frei, los. Wir wollen nicht klatschen, Junge. Ja, er belegt uns hier noch mit einem Buff, dass wir Mana regenerieren. Zu 60er Zeiten war das auch wirklich gut und sinnvoll. Aber jetzt braucht man das auch nicht mehr auf Stufe 100. Da sieht man es übrigens, regeneriert pro Sekunde Mana, Energie, Fokus, Wut und Runenmacht. Noch 3 Minuten. Ja, so viel Zeit hatte man etwa beim Kampf gegen den Typen. Da ist auch immer so alle 10 Sekunden, glaube ich, einer gestorben zu Klassikzeiten, was das Ganze noch ein bisschen erschwert hat. Naja, gut. Hier haben wir den ersten halben Trash. Im Pechschwingenhort. Ja, den werden wir jetzt einfach mal mit umbürsten, weil es so schön ist. Einfach rankommen lassen. Einmal heiliger Zorn. Tod. Plündern nicht vergessen, denn die können hier noch ein paar Epics droppen, die auch schön aussehen. Jetzt kommen wir wohl zum beknacktesten Raum. Und zwar der Weg zum dritten Boss, zu, wie heißt er doch gleich? Dreschspringer, glaube ich, ne? Brutlord Dreschspringer. Genau, Brutwächter Dreschspringer, so heißt er. Zu Klassik auch gerne der Lootlord genannt, weil das hier so ziemlich wohl der einfachste Boss war. Man muss hier immer diese lustigen Petjökel anklicken. Das konnten, glaube ich, zu Klassikzeiten auch nur Schurken. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, weiß ich nicht. Hundertprozentig. Ich habe so Klassik Magier gespielt, der konnte sowas sowieso nicht. Leider verlangsamen die uns total. Und so. Ach, du könntest vielleicht mal deinen Aspekt des Rudels anschmeißen, dann sind wir noch so ein gefühltes Prozentchen schneller. Glaubst auch nur du. Habe ich eben schon probiert. Okay, naja, das hat nicht. Ich könnte natürlich meine Bubble anschmeißen, dann bin ich 8 Sekunden ein bisschen schneller. So, da ist er auch schon in Reichweite. Oh, jetzt können wir aber schnell laufen, oder ich zumindest. Weiß ich auch nicht, was das jetzt war. Naja, den kleinen Trash hier, ja, kann man auf Stufe 100 einfach ignorieren. Ab und zu mal irgendeine AE reinhauen, dann ist der weg. So, Gottesschild anschmeißen, den kann man hier auch schön durchlaufen, die letzten Meter. So, hepp. Und da fällt er um. Ja, Jäger natürlich. Schamane. Und ein paar Armschienen. Packst du dir Jäger ein? Ja, ne? Bestimmt. Bin mir sicher. Ja. Okay. So, hier haben wir den viel erwähnten Trash. Der kann Elementium-Blöcke droppen. Und ein Rezept zum Verhütten von Elementium.
Das könnte für einige vielleicht interessant sein, die sich vielleicht noch Thunder Fury besorgen wollen. Oder einfach nur auf Komplettheit stehen. Das ist der nächste Boss, der kann allerdings auch nicht viel. Feuerschwinge. Ja. Der macht hauptsächlich einen Feuerregen. Und das, was Drachen so können, also Spalten, Schwanzfeger, Flammenwurf, wie Glurak von Pokémon, falls das jemand kennt. Ja, diese Stundengläser, die würden uns heilen, also dieser komische Stundensand, der würde uns heilen bei einem Boss hier. Der verteilt so Schwächungszauber. Aber ich denke, wir werden den schnell genug umhauen, dass der uns damit sowieso nicht trifft. Also früher musste man hier auch wirklich mit Crowd Control arbeiten, also die ganzen Gegner hier in Schafe verwandeln. Oder betäuben mit einer Kopfnuss, oder. Ich glaube, die drei Mobs hier gerade, die Jocht gepult hat, die würden das Rezept dann droppen. Für Elementium verhütten, also gehärtetes Elementium verhütten, so. Nee, dieser Meister Elementarformer Krixix. Wo ist denn der? Ja, der lag da irgendwo drunter. Achso, okay. Naja, egal. So heißt der nun mal. Macht ja nix. Oh, guck mal, fokussiert statt der Schatten schwingt. AI ist der Wahrung. Stulpen des Zorns und Berührung des Drachen. Naja. Ist auch immer toll, das war ja ein 40-Mann-Raid und da droppen denn so 2 Epics. Heute droppen in einem 10er-Raid 2 Epics und in einem 25er 4. Kann man sich ja ausrechnen, wie lange das früher gedauert hat, bis da so ein kompletter Schlachtzug ausgerüstet war. So, das ist Chromagus, der Boss, den ich eben ansprach, der diese Debuffs verteilen würde. Die zu Klassikzeiten echt böse waren. So. Na toll. Das chromatisch gehärtete Schwert will keiner haben. Schulter. Ja, und ich bin nicht mit meinem Priester hier, danke. Vielen Dank. Ich habe immer noch nicht die Paladin-Schultern droppen sehen. Jetzt schon seit 5 oder 6 Wochen. Verflucht. Tja. So. Falls es dich beruhigt, ich habe aber bis jetzt auch nur Helm und Gürtel. So, ich habe immerhin das Höschen, aber das habe ich schon ein paar Jahre. Und die Handschuhe habe ich. Die Stiefel hatte ich schon, aber die sieht man da drunter sowieso nicht. Das kann ich auch sein lassen. Also unter dem Kilt-Dingens-Richturteil-Rock. Sabbelst du da an? Ja, ich spreche den an. Wir müssen ihn hier ansprechen und sagen, oh, ich habe keine Fehler gemacht. Dann sagt er, doch, ihr habt Fehler gemacht. Dann sage ich, erlaubt mir zusammenzufassen, eure Fehler aufzuziehen und so weiter und so fort. Er blubbert hier ein bisschen rum. Das ist nicht weiter interessant. Wichtig ist nur, dass jetzt ein paar Ads kommen, die uns als Leder wollen und er unentwegt Schattenblitze auf und schießt, die ganz immens viel Schaden machen. Nämlich 35 bis 40 und wir haben 256.000 Leben. Ich bin gespannt, ob wir das überleben werden. Ja, es ist wie gesagt ein 60er Schlachtzug und wir sind hier mit, also ich bin Level 100 und Jocht ist 91, da wird nicht viel passieren. Deswegen stellt man sich einfach hier hin, schmeißt eine Weihe als Paladin und dann geht es eigentlich auch. Man kann auch als Todesritter Tod und Verfall schmeißen oder einfach sich ins Blut immer mal reinhauen, heulende Böe, je nachdem welche Skillung ihr habt. Naja, so in dem Dreh. Und so bewältigt man dann den Pechschwingenhort zu zweit. Man kann das Ganze auch alleine machen. Aber wir waren jetzt halt zu zweit. Der liebe Jörg wollte mir halt einfach gerne helfen. Weil er so lieb ist. Ja, genau. Ich bin auch gar nicht aufs T2-Set scharf. Nein, natürlich nicht. So, und hier hat sich der Mensch, Nefarian, jetzt in den Drachen verwandelt. Den wir jetzt auch einfach umboxen. Da kommen noch ein paar kleine Ads, die jetzt aber auch nicht weiter wichtig sind. Zack, da fallen sie alle um. Ja, komm. Ja, genau, Brustplatte des Drachenjägers. Ja, danke. Des Richturteils... Oh, Krone des Richturteils, cool. Die packe ich mir ein. Noch ein paar Lumpdöns-Zeug hier. Und natürlich noch keine Paladin-Brust, die habe ich auch noch nicht droppen sehen. Die Krone des Richturteils. Die packe ich mir doch zum Transmoggen. Sag mal, hast du vorhin die ungezähmte Klinge weggewürfelt?
Ja, aber auf Gier. Ich hab doch Bedarf gemacht. Naja, egal. Ist möchtest ja nicht so, du sie unbedingt haben? Nö, hab ich ja eh schon. So, da sieht man sich, ich hab sie ja schon. Aber das ist nicht weiter schlimm. Okay, wir danken fürs Sehen und bis zum nächsten Mal, wenn ich irgendwas anderes herzeige. Bis dahin, ciao.